Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Matzjürgen TV. Wir sind am Friendorf an der Silbersee am Freizeitpark. Bobbahn und viele andere weitere Sachen. Trotz nicht für das viel Spaß, sondern wir schauen die stillgelegte Strecke hier an. Hier ist ein alten Bahnübergang, der sogar wie aussieht noch einen guten Betrieb noch ist. Ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Bis jetzt. Also nochmal, jetzt gehen wir hier mal an, ne? Bahnübergang. Hier ist noch ein alter Bahnübergang noch mit dieser Schaltung. Sieht noch sehr guten Zustand aus. Ob sich das bewegt, das weiß ich leider nicht. Will es aber nicht wirklich ausprobieren. Oder doch? Trotzdem hier. Oder Adresskreuz. Ist alles voll dran, aber trotzdem. Ja. Sogar noch hier, wenn die Schranken unten ist, dann für Durchgänger, für Fußgänger, die auch schon zugewachsen ist. Und sogar noch ein bisschen Gleis hier. Hier weit können wir leider nicht, denn hier ist zugewachsen. Wo weit hier ist, hier geht, das weiß ich leider nicht wirklich. Das konnte ich leider nicht wirklich rausfinden. Aber wenn man hier weitergeht, kommen wir dann irgendwann bis Dreiser, Schwalmstadt Dreiser, wenn man genau sagt, kommt. Schauen wir kurz den Bahnübergang noch an. Es ist alles verrostet, aber noch alles im guten Zustand. Auch das Adresskreuz. Dann versuchen wir mal hier reinzugehen. Es ist leider ziemlich zugewachsen und dort. Aber wir suchen mal, ob wir hier durchkommen. Bis dann. Dann gehen wir mal rein. Es ist ziemlich zugewachsen. Und ich versuche absolut möglichst zu gehen. Es liegen auch noch die Gleise an uns. Mein Verdacht, dass es zweigleisig ist, ist leider fehlgeschlagen. Es ist leider nur einklassig. Aber ich habe nur einen falschen Gedanken gehabt. Naja, trotzdem, es ist übel zugewachsen und ich versuche möglichst hier durchzukommen. Aber das wird gar nicht so einfach. Das kann man hören und sehen. Ah! Gut, das ist aber trotzdem wegen. Deshalb habe ich dann eine Heckenschere dabei. Moment. So. Das wird gar nicht so einfach, kann ich euch sagen. Aber ich versuche mein Bestes. Weil es nicht verkehrt, ich habe noch eine Heckenschere dabei, wo ich das abschneiden kann. Ein bisschen dort. Wieso ist dort? Dorn! Oh. Die Schwellen sehe ich gerade gar nicht. Oh. Trotzdem, es ist ziemlich schwer, schon durchzukommen. Weil es. Aua! So ist so blöd, Dorn. Ziemlich zugewachsen ist. Man merkt, hier wurde die Strecke ziemlich lange nicht mehr benutzt. Wir gehen übrigens einen kurzen Hinweis. Wir gehen uns nicht bis 30, sondern bis zur der Brücke, die dort der Übergang zum Friendorf Dorf ist. Dann. Und ich glaube, das Durchgehen ist ziemlich schwer. Weil da hinten sehe ich ziemlich zugewachsen. Ich glaube, trotzdem. Wann? Oh, versuchen wir mal durchzukommen. Dann, los geht's. Ah, hier geht's ein bisschen besser gerade. Zurückgehen muss ich irgendwann an, versuchen einen anderen Weg zu gehen. Oh. Einfach nur durchwaschen und durchtreten. Hier wird es wieder schlimmer. Ah. Gut, das sind die Kohle angezogen, aber sonst wäre das Schmerz durch die Dornen. Hier. Ah.
So, jetzt geht Gott ganz gut. Und jetzt wird es hier wieder schlimmer. Oh Gott. Willen. Ich hätte es anders nicht wirklich gedacht, dass es so extrem wird. Tunnel gibt es hier eigentlich nicht. Also ich habe keins gefunden im Internet. Oh je, meine. Wie man sieht, ist hier als blockiert ein Baum den Weg. Das wird ziemlich schwer, hier hindurch zu kommen. Aber ich versuche mein Bestes. Möglich muss ich da irgendwo ausrum und dann gehen. Oh je, dann. Aua, war nix. Dann versuchen wir mal hier durchzuschlängeln. Au. Aua. Das piekst. Also Rückweg muss würdig ein anderer Weg nutzen. Absolut. Hier ist irgendein Baum eingestürzt. Oh mein Gott, ist ziemlich schwer. Oh, ich hab's gar nicht geschafft. Oh. Ich muss hier irgendwo anders fragen. Oh. Das ist der schwerste Teil von diesem Baum, haben wir geschafft. Sollen wir noch hier durch? Aua! Das war mein Kopf. Oh, geschafft! Dann geht's weiter. Wie ich es gerade sehe, tut es hier einen kleinen Bogen, also Bogen hier machen. Jetzt. Ach Gott, hier sind auch noch Brennnesseln. Meine Schwäche. Abtreten. Weiter. Trotzdem. Ah, hier sind. Weg. Au. So. Aber ich sehe, wie gerade sehe, sind das noch Holzschwellen. Habe ich gerade noch ein Ende gesehen. Moment, vielleicht sieht man vielleicht noch besser. Hier. Holzschwellen noch. Sehr alt noch. Und die Schrauben? Ach, die sind noch mit diesen alten Schrauben noch befestigt. So ähnlich auch wie bei uns. Also an Stückgleichfessel in. Wo war das nochmal? Ach ja, hin. Mega, genau. So, hier geht es gerade ein bisschen backwards durch. Aber noch, da hinten sieht es für ziemlich zugewachsen aus. Aua. Aber Rest vom Bahnübergang, Entschuldigung. Zum Signal oder so. Habe ich noch nicht gefunden. Oh, es geht so noch. So. Hier wird es ja ziemlich zugewachsen. Und zwar wirklich ziemlich, kann ich euch sagen. Na, mal sehen, ob ich hier durchkomme. Ja, geht noch, aber hier muss ich jetzt dann hier rüber. Hier muss ich mich hier durchkämpfen. Ist ja eine Dorne. Nein! Ah. Dorne abtreten!
Ach, ich höre, daneben ist die Straße direkt. Also falls gar nicht geht, kann ich hier so durch die Straße zu kämpfen. Und hier ist wieder was Nerviges. Oh, hier sind wieder Brennnesseln. Meine reinste Schwäche. So. Trotzdem ist es doch ziemlich schwer zu durchgehen. Alles Moos und zugewachsen. So. Und weiter geht's. Hups. Hoppla. Diesen Abschnitt, den ich aufgesucht habe, ist ungefähr 1 Kilometer lang. Wie lang geht die Stelle bis die Stelle, wo ich weniger gelaufen bin, weiß ich leider nicht. Ich glaube nicht mal 1 Kilometer. So, jetzt geht's wissen wir da erstmal viel gerade. Nur noch einmal kurz hier durch. Dann ist kurz ein bisschen offener und da ist die Sonne hier unterwegs. Aber nur für kurze Zeit. Weil gleich geht's wieder zu. Ziemlich zu. Aber doch, es geht doch ein bisschen besser. Aber hier kann man gut die Holzspänen noch sehen. Da hinten sind noch halt Metallklemmen noch fest. Okay. Jetzt geht's noch etwas langsamer besser. Finde ich. Ist gerade noch ein bisschen gut. Oh, ich habe was entdeckt. Das sieht noch wie ein alter Bahnsteig aus. Ich glaube, ich habe einen kleinen alten Bahnhof gefunden. Ah, er ist ziemlich zugewachsen. Und ja, tatsächlich, das ist ein Bahnhof. Hier, Friendorf. Oh, ich gehe nochmal ran. Ah, hier ist guter Durchgang für mich dann. Steht leider hier nichts drauf. Und es gibt hier aber im Bahnhof nichts. Naja, dann gehe ich mal weiter. Der Bahnhof ist doch, sieht ziemlich lang aus. Ist es, glaube ich, auch, oder? Ja, na bis da geht der Bahnhof. Oh, jetzt kann man gut durchgehen. Sehe ich gerade. Aber jetzt geht's besser, finde ich, sieht man eher. Wir haben das schwierige Teil bestanden, wie es aussieht. Aber leider noch kein Bahnsignal entdeckt oder irgendwas. Hier ist der Moment, höre ich gerade. Hier ist schon wieder ein Baum umgestürzt. Und der liegt gut. Gut, da kann ich gut überqueren. Ja, hier geht's erst gut voran. Hier geht's bis mal einfach raus von der Straße. Okay, ich glaube, wir haben fast gleich den Ziel erreicht. Hier ist eine Stelle von Gleisverbindung. Wie sieht man es? Nur ein kleiner Ritz dazwischen. Hier wurde das Gleis verbunden. Hier auch.
Und da sieht dir ziemlich zugewachsen aus. Jetzt wird ein kleiner Baum oder ein Ast abgestürzt. Aber der liegt so gut. Ne? Macht mir überhaupt keine Probleme. Da hinten höre ich irgendwas. Das ist wahrscheinlich auch eher uninteressant. Richtig. Weiter geht's. Da wird viel schwer, Spinnwebe. Man sieht nichts von da hinten. Aber hier ist viel Licht, da ist viel Platz dazwischen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Aber ich glaube, hier ist die Brücke. Hier gehe ich mal extra ein bisschen vorsichtiger als ein bisschen. Aber es ist nicht ungefährlich an der Brücke. Hallo. So, da muss ich eben kurz unterbrechen, da war eben noch niemand. Aber wir haben es geschafft, wir sind hier an der Brücke. Daneben ist jetzt noch so ein Übergang davon. Hier vor. Befestigungspfahl. Und hier geht es noch weiter bis 30er, wie ich es gesehen habe. Ich gehe hier noch ein Stückchen weiter. Und dann geht's hier zurück. Ein bisschen ärgerlich gerade. Warum ihr gerade über Verstand fragt, ihr, was denn ärgerlich ist. Ärgerlich ist gerade, weil denn das nichts wirklich Interessantes gibt, außer diesen kleinen alten Bahnsteig, also Bahnhof. Oh, hier ist noch ein bisschen mehr freie Lichtung. Leider gibt's nichts. Wirklich ist. Oder ist hier was? Nee. Schade. Wir spielen eben hier. Ich schätze, das reicht ja, wenn es bis hier dann gespielt. Weil weiter will ich eigentlich nicht wirklich. Warum leider nicht von wirklich ein Volk? Vielleicht finde ich was da hinten wieder was. Naja, der Rest von Rückweg überspringe ich erstmal. Ich gehe eigentlich nicht ganz zurück, sondern erst bis zu dem kleinen Bahnhof. Da gehe ich dann zur Straße zurück. Dann bis gleich. Und dann sind wir wieder. Ich habe nun beschlossen, dass wir jetzt ein bisschen weitergehen an der Steckengleise. Bis zum zweiten Bahnübergang, den ich so erfahren habe. Ob ich wirklich recht liegen, das weiß ich nicht. Das ist, ob es hier so viel zugewachsen ist, gehe ich erstmal hier im Feldweg kurz entlang. Und dann schaue irgendwo nach, wo ich dann hier rein rutschen kann. Ja, dann los geht's. Oder was anderes finde, dann versucht mich hier durch zu schlängeln. Genau. So. Mal sehen. Mal sehen.
Es ist aber diese Stelle war ist noch stärker zugewachsen als die Stelle, wo ich eben gegangen bin. Da sieht wie eine Einkuhle aus, also eine Stelle, wo man reingehen kann. Da gehe ich jetzt mal rein. Dann los geht's. Ist aber da ziemlich stark wieder zugewachsen. Ich muss aufpassen da noch. Weil in tiefe Stellen. Ich vielleicht reinrutschen kann. Da sieht man auch sehr schön die Stecke, aber da komme ich gerade nicht rein. Denn die Bäume, das ist gerade ziemlich eng. Außer doch, stopp. Hier. Da haben wir doch. Aha. Da haben wir doch was. Wo ich denke. Könnte. Oh ja, perfekt. So. Dann sind wir jetzt hier und ich schaue mal kurz, ob hier. Nein. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Aber trotzdem ist es doch hier deutlich mehr stärker zugewachsen als eben die Stelle. Wohin die Strecke hingeht, das weiß ich leider eigentlich überhaupt nicht. Nur ich weiß, es geht über vielen Städte. Hier ist wieder so eine Verbindung und da ist schon etwas stärkere Spalt dazwischen. Ist was irgendwas los? Nö. Nichts. Naja. Dann suchen wir mal den zweiten Bahngang, der eigentlich da hinten irgendwo sein sollte. Wenn nicht, dann gehe ich wieder zurück. Aha, da haben wir eigentlich die erste Anzahl. Entdeckheiß. Gut, dass wir hier gegangen sind. Hier ist wieder ein Haufen Kolosse. Und hier ist aber so ein Halter, also der Fuß von einem wahrscheinlich von einem Signal. Moment. Hier. Mal sehen. Aber kurz Foto machen. So, und weiter geht's. Ups. Hier macht er wie einen kleinen Schlängel. Wie ich gerade sehe. Auf Kamera kann man es, auf der Kamera kann man es, glaube ich, nur schwer oder gar nicht sehen. Naja. Aber das sah sehr gut wie ein Signal aus. Der Mast ist weg. Wahrscheinlich schon. Oh, hoppla. Wahrscheinlich schon abportiert oder. Glaube ich. Aua! Hier wird es aber ziemlich schwer wieder. Oh je, Mini. Das heißt hier. Versuchen. Durchzuschlängeln. Oder ich mir die Heckschere. Aua! Das war die Dorde. Oh, hier geht's doch ganz schön. Ups, schwer. Wartet. Das ist eine große. Gut, geschafft. Jetzt geht's. Stückchen für Stückchen. Weiter. Oh, so, geschafft. Das war keine schwere Stelle. Aber ich kann das so jetzt gerade den Bahnhof nicht sehen. Na gut, kommt es noch. Weil hier, wir sind erst so. Weil der hinten, der Campingplatz ist erst da hinten. Stopp, ist länger. So. Aber trotzdem, hier gibt es besser. Doch, ein bisschen. Ist doch ein bisschen besser. Gerade. Da, wo viel Schatten ist, kommt weniger Down heran, wie man sieht. Und ich höre hier summt das Ganze, hier summt es. Rückweg ja nur wenn wir zu der Straße denken. Hier auch. Ups. Hier ist eine Stelle, nicht mal Stelle mit gar nicht zugewachsen. Hier kann man die Gleise und die Schwellen sehr gut sehen. Oh ja. Ach, hier ist eine offene Stelle, richtig. Hoppla. Moment, ich habe gerade irgendwas gerade entdeckt. Nee. Aber doch nichts. Schade. Aber hier ist noch nichts, nicht mal ein bisschen.
Ah, da hinten ist noch wieder so eine Stelle. Wo noch nichts. Wo nicht mal ein bisschen was ist. Jetzt noch alles so machen. Also sieht so aus, ob es noch Züge fahren. Die Stelle sieht so aus. Aber hier fährt schon seit über 100. Seit über 100 Jahren kein Zug mehr. Ja, die Straße ist hinten immer noch. Ja, hier sieht man wieder gut die Gleise. Aber wie ich finde, sehen die Gleise nicht so stark abgenutzt aus. Ah, hier ist wieder so eine Stelle, wo das Loch ist. Und hier ist hier eine sehr noch größere Stelle. Joch, wo ist gleich Abstand? Und übrigens, auf diesem Gleis könnte sogar noch ein Zug fahren. Also ich meine nicht, dass ich aufpassen muss, dass irgendein Zug überfährt. Nein, ich meine übrigens, dass hier können auf dem Zug, also hier können diesen Schäkelgleis wieder entstellen, hört sich komisch an. Also wir fahren werden. Ist noch alles noch in gutem Zustand. Hier sieht man, hier ist wieder eine Verbindung, da ist alles fast genau zu. Und hier ist ein kleines Zwischen dafür. Hier ist es auch ganz viel zu. Hier ist es ja übel zugewachsen. Und da habe ich wieder, hier, ein Signal. Das beweist, dass ein paar anderen Gründe hinten. Das ist sogar noch das Bahnübergangssignal. Und hier ist noch dieses, wie ist das? Ja, dieser Teil. Wie so eine Art Schalter. Da, wo ein Zug durchfährt, dann merkt das. Diesen Schalter und gibt das in diesen Bahnübergang. Diesen Schalter habe ich da hinten aber leider nicht gesehen. Hier steht auch noch sogar noch den Mast. Hier ist alles zu. Jetzt mal hier ranzukommen. So. Hier sogar noch Kasten drin. Der ist sogar auf. Nee. Schade. Sogar das Signal hängt noch oben noch. Jawohl. Da habe ich mein Foto dran. Und ich glaube, hier kommen wir leider nicht weiter. Hier ist auch wieder übel stark zugewachsen. Aber ja. Lol. Hier liegt sogar wie ein Springseil. Seil rum. Naja, brauche ich nicht. Aua. Das war mir fett eine doofe Dorne. Ne. Entschuldigung, aber hier komme ich nicht weiter. Hier muss ich irgendwie außen rum einfach rumgehen. Oder ich ist meine Heckschere. Oh, ich benutze ja nicht die Heckscheibe, frage ich mich selber. Keine Ahnung. Oh, hier liegt ein Baum. Und das ist voll mit Pilzen und hier sind voll mit Schnakenmücken. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Hier kommen wir doch nicht weiter. Oh je. Aber trotzdem, ich versuche mich mir doch mal durchzuschlingen. Oh, das wird ziemlich schwer. Das wird übel schwer. Keine Lust, die Hecke zu holen. Warte mal. Einmal. Entschuldigung für die Natur. Aber, jetzt mal durch. Ja, ich hab's doch geschafft. Das ging doch noch gut. Noch, weil hier sieht man von, ist hier auch alles zu gewachsen aus. Aua, das hat mir drunter. Zurück. Ist noch rutschig gerade. So. Ne, hier komme ich sicher nicht. Oh, Alter. Hier dort nicht durch. Gut, dass ich lange Hose angezogen habe. Sonst würde es ziemlich schmerzhaft werden. Ausgeschlossen. Hier komme ich nicht durch. Das sieht. Obwohl. Doch. Doch. Hier sind wieder viele Viecher hier rum. Doch,
hier komme ich doch gerade noch durch. Hier komme ich noch durch. Perfekt. Warum immer ausgeschoben? Warum immer? Ich komme nicht durch. Ich komme doch durch. Irgendwie geht's dann doch. Oh. So. Da hätten wir es. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich gegen die Dorne gestolpert. Habe ich irgendwas vergessen? Oh, es ist auch wieder Dorn. Einfach vorsichtig durch, vorsichtig durch. Fresse wieder. Oh, geschafft. Oh Gott, es ist auch ziemlich schwer. Also wie ich sehe, Rückweg gehe ich nicht hier lang. Rückweg gehe ich die Straße. Oder zumindest durch den Hof. Ich muss jetzt nicht mehr durch. Ah, hier sind ja auch wieder viele. Dorn? Distel. Okay. Aber komm, wir haben es gleich geschafft. Ich sehe gerade, ich mache hier noch einen kleinen Bogen. Die Schiene hier noch ein bisschen. Einfach noch schnell durch. Hier liegt wie ein Baum dazwischen. Also bevor die Strecke gefahren wird, muss hier alles noch weggeräumt werden. Ja. Absolut. So. Trotzdem ist doch ziemlich abenteuerlich und auch gefährlich. Aber ach übrigens, kurz weil ich sage, noch sehr weiter voraus, gibt es eine sehr große Brücke. Aber die ist lebensgefährlich und wahrscheinlich auch gesperrt. Die ist ziemlich lang und wie es auf Google Maps gesehen habe, sehe ich. Huch, da war ein Reh. Entschuldigung, Reh. Okay. Tja, ziemlich weit gefährlich, habe ich gesehen. Also, wo wir Google Maps vorgestellt haben, Entschuldigung, aua. Google Maps gesehen habe, habe ich gesehen, dass das irgendwie der so wie keine Steinboden hat, sondern so wie Metall, nur Metallboden. Das ist viel zu gefährlich, finde ich. So wie es aussieht. Und verboten. Ist dazu auch. So. Jetzt komme ich etwas besser durch jetzt. Noch. Diese hier Brennnesseln. Weg damit. Und weiter. Aber der Bahnübergang braucht ein bisschen. Ist noch ein bisschen, noch ein Weg. Weit. Zack. Oh, geschafft. Von hinten sieht man leider nichts. Weil es so gemacht ist. Na gut, weil die den kleinen Bogen noch macht. Trotzdem ist doch ihr ganz schön stark. Naja. Jetzt ist man weiter vergehen. Noch weiteres gefunden habe ich leider nicht. Gibt es da doch deutlich selten. Wenig. Au. Als ein Mega. Nee, hier ist doch nichts. Aber der Bahnübergang ist auch ziemlich weit weg. Dort doch ganz schön lange. Schwer weben. Oh, hier wird es auch wieder ziemlich voll. Oh Gott, und zwar übel. Ach du Scheibengeister. Das wird schwierig gerade jetzt. Das wird nicht schwierig gerade hier. Das wird jetzt schwierig wissen. Weil jetzt sieht man jetzt alles voll. Oh Gott. Hier muss ich leider ausgeschlossen sein. Hier komme ich nicht durch. Oh Mann. Also. Ups. Also gehe ich mal kurz nach oben. Da rüber. Ja, nochmal oben. Also bis gleich. Ich sehe es immer wieder. Einmal
hochkämpfe und ich sehe gerade, diese Bahnübergang ist sehr stark befahrbar, weil es liegt eine Landstraße. Das heißt, es ist gut, dass ich hier irgendwie jetzt rausgekommen bin. Ich versuche aber trotzdem, ob ich unten irgendwas entdecke. Liegt aber leider, weil es ziemlich zugewachsen ist, nicht einfach so schwer. Und ich hoffe, ich bin straffenlos, jetzt muss ich ganz weit oben. Oh ja. Hier geht es auch ein bisschen tiefer, finde ich gerade. So. Dann zack, zack, und weiter. Zum so. Vereinigung. Ja. Also, aber warum ist das vor allem so tief? Ich schau mal gleich runter, wenn es irgendwo geht. Wartet. Ja, es geht doch mal richtig tief. Und hier ist die Straße jetzt. Mal sehen. Ob wir was sehen. Oh, ich sehe was. Hier ist wie Split. Oder harter Split. Habe ich schon von den Schienen. Von Gleis, genau. Sehe ich gerade nichts. Also okay. Vorsichtig zur Straße hier hin. Und das heißt aufpassen. Weil hier ist befahrbar. Also das ist auch gefährlich. Ah, man sieht leider schwer. Ah. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss kurz den Straßenverkehr gucken. Oh, das sind wir wieder. Die Bilder, die ich am Ende dann anzeige, sind alle mit rum. Diesen Bahnübergang noch. Wie man sieht, ist die Schwolle-Schranke abgemacht und die Andreaskreuze wurden auch weggemacht. Aber trotzdem stehen die außen hier als mobil. Also die kann man einfach wegziehen und mitnehmen. Ist leider nicht schlecht. Hier ist sogar noch ein Teil, ein Stück noch, wo es wahrscheinlich noch ein Signal noch stand, weg von der Straße. Und da hinten habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Aber ich gehe mal kurz ein Stück hier rüber. Hier ist noch das alte Signalhäuschen. Signal ist dieses Kasten. Keine Ahnung, wie es heißt. Moment. Gucken. Es ist mit festen Kabel montiert. Aber. Aber los, also es hängt nicht ganz am Signal fest. Entschuldigung, ich bin mir gerade nicht die Patenwolle ein. Ich schau mal kurz, ob da hinten irgendwas ist. Sieht so aus, nicht wirklich. Dann gehen wir jetzt zurück zum Platz. Bis dann. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt einen Daumen nach oben und abonniert mich und betätigt auch die Glocke, um kein Video von mir verpassen. Dann, wenn ich jetzt aus dem zurückgehe, zum Platz ist mal ziemlich auch weit für dich. Naja, dann bis zum nächsten Mal und ciao!